gut, nein, 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 Sie haben natürlich recht, verbieten wir die Pornos. Und die Kochsendungen. Weil die liefern ein unrealistisches Bild meines tatsächlichen Kochens. Ein Soufflé dauert bei denen immer 15 Minuten. Bei mir hingegen natürlich 5 Stunden, weil ich in meinem Herrenhaus die Küche schon mal gar nicht finde. Ja. Ich orientiere mich dann meistens an der Hautfarbe der Bediensteten. Die wird nämlich wieder heller, je näher man der Küche kommt. Ja, weil beim Essen, da soll man nicht sparen. Ein Big Black Cock, das ist die beliebteste Porno-Kategorie. Ein Big Black Cook hingegen ist eine Schreckfigur aus Romanen von Mark Twain. Doch selbst wenn ich die Küche finde, geht der Irrsinn ja erst los. Weil ich nach dem Hantieren mit einer Raspel immer so aussehe, als hätte ich Stigmata. Und weil ich, die ich imstande bin, Ehegatten voneinander, Geistliche vom Zölibat und jeden Mann in der Familie von seiner Inzestangst zu trennen, es nicht schaffe, Dotter und Eiweiß zu entzweien. Und das deprimiert mich dann, wenn ich sehe, wie im Fernsehen alles flutscht. Da gibt's kein ungeschicktes Vorspiel. Da ist alles vorgeheizt und ausgebuttert wie Maria Schneider. Ja? Nichts fällt zusammen, nichts rennt aus, nichts reißt ein. All diese hochkomplexen Vorgänge, die kein normaler Mensch beherrscht, die fassieren den Truthahn von vorn und von hinten in einer Double Penetration. Fistet Johann Lafer dieses Viech? Dann greift er zu den Bondage-Seilen und schnürt die Rouladen so pervers, dass es aus allen Nähten saftelt. Dann schiebt er den Braten bis zum Anschlag in den Ofen, dieses glühend heiße Glory Hole. Worauf? Was ihn erst richtig geil macht. Er nimmt immer wieder raus, holt rein, schiebt raus, holt rein, schiebt und mit dem eigenen Saft übergießt. Und ja, warum nicht? Sie haben es probiert, gell? Sie haben es probiert. Und unentwegt dieses Gestöhne, was man nicht sieht, weil es sind ja immer nur Nahaufnahmen auf die Hände, wie sie den Teig penetrieren. Alles ist so kalt. Ich sehe nicht die Gesichter der Köche. Ich sehe nicht deren Emotionen beim Kochen. Und überhaupt, es gibt keine Vorgeschichte. Die kommen in dieses Studio und legen sofort los. Ich weiß ja nicht mal, wieso kochen die jetzt? Wollen die das überhaupt? Oder werden die dazu gezwungen? So eine Art Snuff-Cooking. Ja? Und überhaupt, so ein Fernsehkoch, kann der bei sich privat überhaupt noch normal kochen? Oder ist der bei sich in der Küche völlig frigid? Ja? Und wie geht's da der Partnerin, wenn der eigene Ehemann jeden Tag für andere kocht, für ein Millionenpublikum? Graust's einem da nicht vor diesen verbrauchten, ausgeleierten Händen? Und überhaupt werden in diesen Kochsendungen immer nur die traditionalistischen Geschmäcker bedient. Immer diese Heteronormativität aus süß und salzig. Wieso kocht niemand mit Asbest? Es gibt sicher einen Menschen da draußen, der gerne Asbest isst. Wo sind die Kochsendungen für den?